ein tolles Gefühl. Vor allem, weil drumherum jetzt wieder Leute sind. Natürlich mit Abstand und mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Aber für mich ist Sport immer ganz wesentlich mit einem Gruppenaspekt verbunden. Der hat jetzt echt lange gefehlt. Ich habe es total vermisst. Und deswegen bin ich echt froh, dass wir wieder zusammen Sport machen können und nicht nur alleine durch die Wälder hotten. Es gab keine ersten Trainingseinheiten. Wir Ausdauersportler oder wir Geher und Läufer jedenfalls hatten den großen Vorteil, dass wir einfach durchtrainieren konnten, ganz normal. Das habe ich auch gemacht. Ihr habt ja schon im letzten Interview gefragt, ich war 2 Jahre lang im Grunde in der Saison ausgefallen für ein paar Wochen. Erst verletzt, dann krank. Und dieses Jahr wollte ich das nicht. Dieses Jahr wollte ich jetzt mal sehen, trotz Corona, was passiert, wenn ich durchtrainiere. Und das habe ich gemacht. Ich habe also voll durchgezogen, als wir aus Südafrika abbruchartig abgereist sind. Und deswegen gab es keine erste Trainingseinheit, sondern ich habe eben weitergemacht, 130 bis 160 Kilometer pro Woche und kann deswegen die Frage so gar nicht beantworten. Bin aber froh und stolz, dass ich das durchziehen konnte, dass ich die Unterstützung von meinem Trainer aus der Ferne hatte, dass ich die Motivation von der Familie bekommen habe und von Freunden. Und hoffe, dass ich nicht so alleine dastehe, sondern dass viele andere auch Wege gefunden haben, sich fit zu halten zwischendurch. Ich würde sagen, meine Waden. Gestern haben wir 30 Kilometer gemacht auf sehr nassem Untergrund. Da ist es nicht so einfach, hinten abzudrücken. Die sind jetzt ganz schön platt. Total heiß. Ich mache den Sport für Wettkämpfe. Mit anderen messen, natürlich nach Regeln, das ist das Schöne daran. Mit anderen interagieren, neue Leute kennenlernen, die alten Rivalen wieder treffen. Aber natürlich auch Freunde. Und da freue ich mich schon sehr drauf. International und national.